gewünscht. Leute, wir müssen hier noch ein Secret Exit holen. Das ist wichtig. Jetzt Schluss hier mit dem Thema, Leute. Ist durch. Ist durch. Ich will eure Kackmeinung dazu gar nicht wissen. Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe meine Meinung jetzt dazu beigetragen. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Ihr braucht euch jetzt nicht hier outen als die schlimmsten Menschen der Welt, okay? Das tut gar nicht Not. Darum hat keiner gebeten. Oh, und mir ist warm, Leute. Mir ist so warm. Es ist so warm, ne? Trotz Klimaanlage ist einfach noch zu warm. Und morgen wird es noch wärmer. Morgen wird es einfach noch mal ein bisschen wärmer. Aber nichtsdestotrotz, die Klimaanlage war eine sehr, sehr gute Idee. Ne? Das muss ich sagen. Weil ohne die würde es nicht gehen. Ich gebe mal eine Empfehlung heute mal wieder. Demolition Man mit Sylvester Stallone schauen. Da wurde schon einiges vorher gesagt. Ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so. Ist halt tatsächlich so. Und Demolition Man mit Sylvester Stallone ist ein arschgeiler Film. Den habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen, tatsächlich. Vor ein, zwei Jahren. Und da haben wir auch so gedacht, das ist so ein guter Film. Hab heute schon auf dem Handy gesehen, ne, Google-Nachrichten, tropische Nächte werden erwartet. Jede Menge tropische Nächte, bedeutet über 20 Grad in der Nacht. Keine Abkühlung gewünscht, das ist immer das Beste, ne? Wenn es keine Abkühlung gibt. Ja, wart erstmal ab, Trounty, das machen die öfter, ne? Das ist öfter mal so bei der Vorhersage. Das erst heißt, wird wieder richtig schön kühl und dann knallt das mit 40 Grad rein. Also da verlasse ich mich nicht mehr drauf. Bis 3 Tage kann man ungefähr sich drauf verlassen. Der Rest ist halt so ein bisschen umso weiter es geht, umso mehr ist es Glaskugel. Deswegen. Naja, die verlängern die Hitzewelle immer um einen Tag, richtig. Plötzlich, ne, du freust dich schon die ganze Woche darauf, ne, boah, nur 22 Grad in einen Tag und wenn er dann da ist, auf einmal 28 Grad den Tag. Schlimm. Einfach nur schlimm. Will wieder Schnee haben. Willst du 2, 3 Jahre zurückgehen in die Vergangenheit? Hattet ihr letztes Jahr, also im Grunde dieses Jahr Schnee? Hattet ihr Schnee? Ich hatte gar keinen. Überhaupt keinen. Null. Null Schneetage für Woloju. Sehr viel. Krass, ey. Hier war nichts. Hier war nichts, gar nichts. Aber so ist das halt im tiefsten Süddeutschland von Niedersachsen, ne? Müsste hier nicht auch ein Secret Exit sein? Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Aber hätte ich gesagt, der ist... Ach, scheiße. Ich hätte den Gegner... Oh, nein. Leute, ich hab... Ja. Die Secret Exits mache ich normalerweise nicht, ne? Das ist ja das Tolle, so ein Retro-Achievement. Da machst du auch mal Dinge, die du sonst nicht machst. Deswegen. Da muss man dann nochmal ran. Kurz ein paar Tage richtig viel, aber abseits von den paar Tagen war tote Hose. Ja, also der Winter war bei uns ultra mild. Hätte ich gesagt. Also Winter konnte man eigentlich kaum vom Anfang des Monats jetzt hier unterscheiden. Das nahm sich fast gar nichts. Also ja, doch schon ein bisschen, aber... Immer so Richtung 10 Grad hatte ich das Gefühl. Also... Ich erinnere mich halt so, ne, dass immer so Richtung 10 Grad war. Hat keinen Spaß gemacht. Oh, doch nicht. Lol, okay. Ich nehme alles zurück. Ich hätte das Level nicht nochmal spielen müssen. Eri, moin gewünscht. Dann ist hier der Secret Exit. Denke ich.
Aber wo? Aber wo? War das vielleicht auch irgendwie... Na, so weit am Anfang wird das nicht sein, ne? Nee. Nee, 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 nee. Hier ist keiner. Im Wasser am Ende. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier nicht, ne? Ah, ich muss ja eh 999 Münzen sammeln, deswegen können wir auch ein bisschen erkunden, ne? Ist ein richtig schönes LPM-Let's Play hier. Sogar den ganzen Tag früh morgens im Schneesturm spazieren, weil es mich so gerissen hat, wie es anfing. Boah. Hast du ja, also, Taxus, das ist geil, ne? Also, ich als alter Mann sehe das wie du. Hätte ich auch richtig Bock, so ein geiler Schneesturm. Ich weiß halt noch, als ich in Osnabrück war, da war diese... Da gab es halt tatsächlich mal so Schneeverwehung, ne? Da hat es richtig krass geschneit den Tag. Und dann abends gab es noch so richtig Schneeverwehung. Ich weiß noch, dass ich saß den ganzen Abend am Fenster und in der Nacht auch nochmal und habe mir das angesehen, wie der Schnee da so richtig umher stürmt und so. Das war so schön, ne? Das war so schön. Das hätte ich gerne jeden Tag. Wahrscheinlich hier irgendwo im Wasser, ne? Ich versuche jetzt noch ein paar Leben abzugreifen, weil ich muss ja eh 20 haben. Ah, wahrscheinlich hier. Das sieht gut aus. Als es geschneit hat, dieses Jahr auf Tagschicht eingesetzt. Jeden Tag bei Minusgraden zum Betrieb laufen, war richtig toll. Ja, gut. Weiß ich jetzt nicht, ne? Auf der anderen Seite, würdest du denn sagen, wenn du im Sommer jetzt jeden Tag bei 45 Grad dahin laufen musst, ist das besser? Wäre halt meine Frage. Schwitzen, größer frieren. Echt? Siehst du das so? Sehe ich halt überhaupt nicht, ne? Ich friere halt auch gerne. Ich finde das geil, wenn man friert. Das ist das beste Leben. Frieren. In der kann man sich halt warm anziehen. Im Sommer kann man nichts tun gegen die Hitze. Nicht viel. Nicht viel. Los, Leute, lieber schwitzen. Ich mag ja das Neutrale. Im Winter kann man sich zur Not 1000 Jacken anziehen. Diesen neutralen Zustand, von dem du sprichst, den habe ich halt im Winter. Ne? Selbst im Frühling und so ist mir eigentlich schon zu warm. Also mir ist eigentlich immer zu warm. Außer im Sommer. Im Winter halt. Deswegen. Und im Sommer ist es halt viel zu krass. Dann ist halt der Abschiss hoch 10. Und als ob du so viel draußen bist, Sinon. Alles über 15 Grad ist zu warm. So, das würde ich auch, das würde ich unterschreiben, tatsächlich. Achso, ich muss das Level nochmal, ich muss es ja normal lösen. Ich wollte gerade sagen, habe ich das nicht gerade gemacht? Doch, Cornel, du wirst lachen, aber ich glaube dir das komplett. Dass das schweineheiß ist. Das glaube ich dir. Das glaube ich sofort. Ich will nicht mehr. Ich sag dir auch, wie es ist. Ich möchte das nicht mehr. Jetzt schon die Schnauze voll. Boah, heute Morgen unterwegs. Bin tot. Wie sonst was. Ich muss gleich nochmal los. 3 Stunden Fahrschultheorie. Wie weit bist du denn beim Führerschein? Wie weit bist du denn da aktuell? Müsst du nicht auch bald mal fertig sein? Kommt mir zumindest so vor. Vor allem, wenn du da schon wieder direkt 3 Stunden ballern willst. Ey, wild. Und wie lange hast du eigentlich deine Katze noch? Ich habe das Gefühl, die bleibt da jetzt für immer. Kann das sein? Gerade mal einen Monat dabei. Wie lange braucht man denn aktuell für einen Führerschein? Wie lange dauert? Ich habe den damals in 3 Tagen gemacht. Was ist denn los mit euch?
Im August wärst du gerne fertig. Okay. Dann lässt er ja noch Zeit. Katze wird monetarisiert. Macht Sinn. Als ich 17 war und meinen Führerschein gemacht, sind wir immer besoffen zur Theoriestunde gegangen. War ein Erlebnis. Ah, die Blagen, ey. Ja, ich erinnere mich halt gar nicht mehr. Es ist halt zu lange her, ne? Dass ich was dazu sagen könnte. Ich habe lange gebraucht, auf jeden Fall. Ich habe mich nicht beeilt. Ich wollte den Führerschein ja auch gar nicht haben. Deswegen, es war mir ja egal, eigentlich. Skandalös, ich weiß. Ich weiß. Katze bleibt vermutlich bis Anfang August. Da zieht mein Bruder in seine neue Wohnung. Bist du dann traurig, wenn die Katze wegkommt? Na, lass mich ran. Du wirst traurig sein, oder? Also, wenn ich die Instagram-Stories so sehe, habe ich so das Gefühl, dass du die Katze schon sehr lieb hast. Nee. Glaube ich dir nicht. Glaube ich ihm nicht. Glaube ich ihm nicht, Leute. Der tut jetzt wieder auf harten Mann, ne? Aber in Wahrheit bricht es ihm das Herz. Bin froh, wenn es wieder ist wie vorher. Als ob das so einen Unterschied macht. Ich meine, weiß ich auch nicht. Ich hatte nie eine Katze, ne? Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass der Unterschied so gigantisch ist. Du gibst ja halt, machst ja das Katzenklo sauber und du gibst ja Essen und Trinken. So. Und danach lässt sich die Katze doch auch eigentlich in Ruhe, oder? Die will ja eigentlich nichts von einem, deswegen ist ja kein Hund. Die will ja auch unterhalten werden. Ja, machst du ihr denn den Fernseher nicht an? What the fuck? Was bist du für einer? Doch klar, ja, dann soll die Fresse halten. Was ist denn los? Mehr Entertainment kriegen wir doch auch nicht. Yes, ey. Genau, ansonsten schmeiß einfach den Koffer, richtig. Also meine Katze besteht auf ihre Kuscheleien, egal ob ich beschäftigt bin oder nicht. Sag mal, zeigt die Katze keine Dankbarkeit? Was du alles für die machst, dass du das Essen kaufst und so? Tagsüber, da musst du die Katze vielleicht mal ein bisschen unter Kontrolle kriegen, ne? Die soll gefälligst stattdessen, die soll dich mal streicheln, wenn du willst. Und kriegt die nichts mehr. Versteh das nicht. Die muss nicht mal Miete zahlen. Wild, ne? Jeder andere muss Miete zahlen, das Tier aber nicht. Da passt doch alles nicht. Passt doch alles nicht zusammen. So, das nächste Achievement, Freunde. Es läuft. Es läuft nicht nur, es rennt. Es rennt. Jetzt muss ich überlegen, wo war hier denn der Secret Exit? Ist er in diesem Level? Hm. Oder es gibt hier, glaube ich, gar keinen Secret Exit, ne? Ich habe mich beim letzten Mal ewig rumgesucht nach einem Secret Exit, um dann festzustellen, dass es gar keinen gibt. Ich glaube, so war das. Wir müssen hier gleich mal ein bisschen kreativ werden. Ich habe Mist gebaut. Ich frage mich immer, wie Menschen Katzen auf dem Arm nehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Katze das wollen würde. Ich hätte auch immer Angst, weil wenn man so ein Tier auf dem Arm nimmt, das ist vielleicht auch eine komische Sache bei mir. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man so ein Tier in der Hand nimmt, ne, dann merkt man halt so die Knochen von dem Tier und dann merkt man halt auch, wie die fühlen sich dann so zerbrechlich an. Also ich hätte Angst, dass ich die Katze dass ich da was breche dabei. Halt ganz schlimm. Shadow Taipan, 71 Monate, vielen Dank für dein Resub. Das habe ich bei allen Tieren, deswegen traue ich mich da auch irgendwie nicht so ran. Wenn ich immer Angst habe, ich tue denen weh.
weil ich so stark bin, Leute. Weil ich so stark. Und mal machst du nichts, ne? Wenn du der stärkste Mensch der Welt bist, kannst nichts machen. Hat das sonst noch jemand das Problem oder ist das so ein exklusives Ding bei mir? Mal so aus Neugierde. Oh, ich hab schon wieder missgebaut, aber ist nicht schlimm. Das geht trotzdem noch. Oh, jetzt muss ich mich mal konzentrieren, dass ich hier nach einmal aus der Welt wieder rausgehe. Das wäre wichtig. Wir haben gesagt, wenn niemand was sagt, dann ist das Zustimmung. Ihr habt also alle das Problem. Okay, gut. Ist ja scheiße. Die armen Katzen, ne? Die nicht gestreichelt werden deswegen. Oder hat mein Chat seine Verbindung verloren? So langsam bin ich mir unsicher. Kann ich mal einer erlösen aus meiner Unsicherheit? Ah, ich bin gar nicht mehr on. Ich bin nicht mehr on. Ich muss kurz die Aufnahme pausieren. So, ich hatte einen kurzen Internetausfall, liebe YouTube-Leute. Jetzt geht's weiter. Wo war ich denn stehen geblieben? Ah, hier. Gut, gut. Ja, ist ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, woran es lag, ne? Vielleicht einfach ein Router-Reset wieder gewesen. Der kommt ja bei mir immer zu den unmöglichsten Zeiten. Warum auch immer. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob die Nachbarn mir das Internet gekappt haben oder so. Wer weiß. Ist auch viel zu warm, um zu streamen, ehrlich gesagt. Viel zu warm. Ich glaube, morgen gönne ich mir einen freien Tag. Morgen gönne ich ihn mir. Weil morgen werden es 30 Grad, ich glaube. Ich meine, es wird nicht viel. Mit der Klimaanlage geht's. Das kommt auch auf YouTube, ja. Ja, das kommt auch auf YouTube. Deswegen möchte ich dann natürlich auch mal die Leute da ein bisschen ansprechen, ne? Verstehst du? Verstehst du? Ist aber trotzdem ein normaler Stream. Du kannst ganz. Ist ein ganz normaler Stream. Nur, dass ich die Retro-Achievements halt, wenn ich das mache, normalen Playthrough auch auf YouTube hochlade. Und in diesem Fall als Showcase auch den ganzen Playthrough der Retro-Achievements mal. Aber ich möchte halt wieder ein bisschen mehr auf YouTube hochladen. Und einzeln so Let's Plays aufnehmen. Tut mir leid, Leute, fühle ich nicht. Cornel, der ist nicht tragbar, ne? Der ist einfach nicht tragbar, sag ich, wie es ist. Der wiegt über 200 Kilo. Wie soll ich den tragen? Das geht nicht. Und dann... Nein, wir machen bestimmt noch mal wieder was mit Cornelius, dem schönen Mann. Würde auch eigentlich ganz gerne mal wieder eine Runde mit dem schnacken. Habe ich dem schon ewig nicht mehr. Ja. Das kann natürlich auch mal kommen. Es ist die falsche Szene. Ach, du Heilige. Das passiert, ne, Leute? Das ist halt Stream-Content. So kann das manchmal sein. Sollten natürlich die Retro-Achievements so mit eingeblendet sein, klar. Danke, Apo. Neuer Kanal? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich will einfach nur meinen Volo-U-Kanal ein bisschen... Ach, Apo sag ich schon. War die Farbe, Vicky, war die Farbe. Ihr habt die gleiche Farbe. Du kannst das nicht wissen, ne? Du kannst das nicht wissen, aber wenn man mehr als zwei Zuschauer hat, dann ist das manchmal so, dass man so ein bisschen aus dem Augenwinkel guckt auf die Farbe und durch die Farbe schon so ein bisschen assoziiert, wer das wohl ist. Ne? Und dann passiert das manchmal. Vor allen Dingen, wenn es so Farben sind, die selten sind. Wie eure. Die hat man, die sieht man jetzt nicht ständig. Oh, ich habe den Secret extra nicht geholt. Ich bin ein Idiot. Aber ist ja egal, ich muss da eh zweimal rein, ne? Deswegen, das macht ja nichts, macht ja gar nichts. Du stehst bei mir gut, Bruder. Du stehst bei mir gut. Keine Sorge. Keine Sorge. Der schwerste, ne? Er ist der schwerste, Leute. Sag ich, wie es ist.
würde sogar sagen, der ist schwerer als Wario. Aber haben wir natürlich trotzdem gemeldet, kein Problem. Ich sehe. Mach ja kein Lacher. Ja, aber Einzel-Let's Plays fühle ich halt nicht mehr so. Deswegen brauche ich mindestens so ein bisschen Chatteroni. Guck mal hier stark. Wir wollen auch nochmal erstmal gucken, ob ich Mensch bin. Ne? Die fragen einmal nach, hast du Menschwerdepause gemacht? Hab ich. Alles gut, keine Sorge. Menschwerdepause ist erfolgt. Ich bin Mensch. Das passt. Boah, eine Menschwerdepause, ne? Das ist das Beste. Das ist... So, wo ist denn hier nochmal der Secret Exit? Ich glaube es zu wissen. Ich glaube es... Wisst ihr, wer sich nicht kümmert? Die scheiß Apotheke. Aber das dauert... Die haben auch geschrieben, die haben viel zu tun. Da ist viel zu tun. Man fragt sich, warum, ne? Aber da ist einfach viel zu tun. Deswegen, ja, okay. Okay. Ich bin ja nicht süchtig. Das ist ja das Gute, ne? Das Gute ist, ich bin nicht süchtig. Es eilt ja nicht. Wenn man nicht süchtig ist. Ich habe bald 6 Wochen Menschwerdepause. Na, das stimmt ja nicht. Du musst ja jede Menge Unterricht vorbereiten, vielleicht noch ein paar Tests kontrollieren und so, ne, Jobo? Das musst du ja alles machen, ne? Du hast ja, Lehrer haben ja gar nicht frei, ne? Gerade in den Sommerferien haben die richtig viel zu tun. Das ist ja der Wahnsinn. Das sagen die ja immer, ne? Seien wir mal ehrlich, ne? Diese Aussage kennt ihr von jedem Lehrer wahrscheinlich. Jetzt haben wir einen Lehrer hier, der scheinbar Gegenteiliges erzählt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Verrat an den Kollegen, nenne ich das. Tatsächlich habe ich einiges vor mir. Ja, guck mal, das wollte ich hören. So nämlich. Jobo, doch kein Kollegenschwein, kein Streikbrecher. Gott sei Dank. So, wir haben die 999 Münzen gesammelt. Habt ihr das schon mal gesehen irgendwo? Ich denke nicht. Ja, ist doch gut. Weil es einfach, das ist das Krasseste. Das ist das Krasseste. Dafür arbeitet man vorher halt aber auch gerne mal 50 bis 60 Stunden die Woche. Natürlich. Natürlich. Klar. Klar, klar. Malfoy, was geht? 50 Stunden, oh Junge. Ja. Also ich arbeite selbst und ständig, ne? Rechne einfach 24 mal 7, dann geht's um meine Arbeitszeit die Woche. Kannst du dir ausrechnen, ne? 24 mal 7. Aber das Gute ist, keine Sekunde länger, Leute. Keine Sekunde länger. Ist also halb so wild. Eben ist es Homeoffice, ne? Es ist schließlich Homeoffice. Also alles easy. Hitzeschlag gewünscht. Ja, bei uns ist es auch mega warm. Also quasi 0 Stunden am Tag. Ich arbeite so viel, dass ich schon wieder nicht mehr arbeite. Das ist für normal. Es ist für das normale Auge gar nicht mehr wahrnehmbar. Ne? Für die sieht es so aus, als würde ich nichts machen. Das ist richtig. Eigentlich ist das hier ja schlechter wie Homeoffice, ne? Im Homeoffice kann man nebenbei eine Serie gucken oder einen Stream und so und ich nicht. Also ist das gar kein Homeoffice eigentlich. Eigentlich ist das hier die Arbeit, wo ich mich am meisten jemals drauf konzentrieren musste. In meinem Arbeitsleben. Weil das hier ist tatsächlich eine Arbeit, wo du die ganze Zeit, während du arbeitest natürlich nur, ne? Danach vielleicht auch ein bisschen, aber... Während du arbeitest, musst du dich tatsächlich komplett drauf konzentrieren. Da gibt's keinen... mach einfach mein Ding und schwelg so ein bisschen in Gedanken, plan mein Mittagessen durch.
Das gibt's halt nicht. Ich weiß, ne, das ist jetzt wieder... Ich mache auch ein bisschen Witze, ne? Mir ist schon klar. Mir ist schon... Ich habe lange gearbeitet, Leute. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Und ich will da nicht wieder hin. Alles gut. Ist alles gut. Es ist nicht wie am Fließband. Fließband ist schlimmer. Aber man muss ja trotzdem, ne? Wir sind hier immer noch in Deutschland. Und es darf nicht so aussehen, als wenn ich Spaß hierbei hätte. Sonst werden die Leute sagen, das ist gar keine Arbeit, was du da machst. Ne? Deswegen, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit meinen Worten. Der Schein muss aufrecht bleiben, dass das hier harte Arbeit ist. Vor allen Dingen spielt man so gut Mario Land 2. Dann sprechen wir uns nochmal. Ne? Dann sprechen wir uns nochmal, Leute. So, aber das große, es ist, ja, wobei, so viel ist es gar nicht mehr, ne? Es sind zwar noch einige Achievements, aber das ist alles schnell gemaked, würde ich fast sagen. Aber durchspielen tue es dann im nächsten Part. Bis dann, ciao.